Crash im Nebel. Auf der B102 zwischen Paterdamm und Schmerzke sind am Vormittag ein Mercedes aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, ein Nissan aus der Havelstadt und ein weiterer Nissan aus PM miteinander kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr führte ein missglücktes Überholmanöver zum Unfall. 6 Personen wurden dabei verletzt. Während die Freiwillige Feuerwehr Schmerzke und die Berufsfeuerwehr vor Ort halfen, besetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brandenburg die Rettungswache. Vor Ort waren 4 Rettungswagen und 2 Notärzte. Ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden insgesamt 6 Personen verletzt, 4 davon schwer, ein Kleinkind samt Mutter leicht. Als Unfallursache kann man, wie man sicherlich sieht, auch davon ausgehen, dass das Nichtbeachten der Fahr- und Witterungsverhältnisse, sprich Überholen bei Nebel, ursächlich ist. Für den Verkehr war die Bundesstraße über Stunden gesperrt. Die Senke zwischen den Ortschaften ist laut Feuerwehr für ihre widrigen Witterungsbedingungen bekannt. Autofahrer sollten hier besonders vorsichtig sein.